Willkommen in der St. Pauluskirche. Wir begrüßen Sie heute zu einer digitalen Andacht am Grünen Donnerstag. Die Kirchentanzgruppe Malachim geleitet uns nun in die Kirche. Donnerstag feiern wir sonst ein Tischabendmahl mit einem leckeren Essen. In diesem Jahr verlegen wir den Gottesdienst hierher in die Kirche zu einer pantomimisch gestalteten Tanzperformance durch die Kirchentanzgruppe Malachim. Wir Christinnen und Christen sind ein Teil der großen und alten Erzählfamilie von Jesus Christus, diesen Bauhandwerker aus Nazareth. Ich möchte mit euch heute zum Beginn dieser Geschichte gehen, nach Bethanien. Und Bethanien, das heißt Amenhausen. Und Amenhausen, das hört sich gar nicht nach Glitzer und Glamour, nach Party, nach Jerusalem, Athen oder nach Rom an. Johannes der Täufer steht also mit zwei seiner Schüler dort in Amenhausen in Bethanien und sieht gerade da hinten den Jesus vorbeigehen und sagt zu den beiden: Siehe! In der Bibel steht ja häufiger die Aufforderung: Siehe! Und damit wird gesagt: Obacht! Sieh genau hin, schau weg von diesen und jenen und schau hin zu dem einen. Das hat etwas mit dem Erkennen zu tun, das geht direkt vom Auge in das Herz. Siehe, schau mal, das ist Gottes Lamm. Die beiden Jünger hören das ihren Meister sagen und folgen dann, und das ist erstaunlich, sofort Jesus nach. Das Beste, was den beiden passieren konnte. Jesus merkt, dass jemand hinter ihm nachläuft und dreht sich um und sagt zu den beiden: Was sucht ihr? Rabbi, sagen sie dann zu ihm. Und Rabbi, das heißt so viel wie mein Vielwissender, mein Reichlicher, mein Großkundiger, du Mann des Überflusses, du, der du's drauf hast. Wo ist denn deine Herberge? Und damit meinen sie nicht, wo ist das Dach über deinem Kopf, sondern was birgt dich im Innersten? Wo ist dein tiefstes und intimstes Zuhause? Wo bist denn du daheim? Und Jesus sagt: Kommt und seht. Und dann sagt uns das Evangelium, sie kamen und sahen und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde.
nach römischer Zeitrechnung also am Vormittag. Die zwei Johannesjünger begegnen also Jesus und erkennen, für den, da nehmen wir uns den ganzen Tag jetzt Zeit. Denn der ist ja attraktiv. Der ist ja Leben pur. Von dem, nein, da kriegt uns niemand mehr weg. Wir haben gefunden, wo wir hingehören, da bleiben wir. Und von Stund an wollten sie werden wie er. Denn sie ahnen mehr, als sie wissen, wenn ich werd wie er, dann gelingt auch mein Leben. Und Jesus sagt zu den beiden, okay, dann fangen wir die Geschichte also zusammen an. Und dann geht er mit ihnen den Weg, 2, 3 Jahre lang. Und setzt am Ende, kurz vorm Schluss, noch eins drauf, und zwar diese Geschichte mit der Fußwaschung. Diese Fußwaschung ist ja eigentlich eine Sache, die letztendlich irgendwie peinlich ist, nicht wahr? Man kommt so von Bethanien hergelatscht, es ist Passa angesagt. Die Hauptreinigungen hat man als frommer Jude natürlich schon längst vollzogen, gewissenhaft. Dann geht man noch durchs Kidrontal und holt sich dabei wieder staubige Füße. Und macht sich dann schnell zusammen auf den Weg in das Gästehaus im Südwesten von Jerusalem. So weit, so gut. Der kleine Haufen, der kommt also dort an. Und jetzt lümmeln sich alle frech hin zum Essen. Jeder weiß, wir haben da was vergessen. Aber keiner will's sagen. Der Hausklave, der ist vielleicht schon schlafen gegangen und so liegt jeder mit ungewaschenen Füßen bei Tisch. Vielleicht stupsen sie sich gegenseitig an und sagen zum Petrus, du musst es doch machen, du bist doch unser Sprecher. Nee, sagt er, ich bin nicht euer Sprecher, ich bin euer Chef. Das sollen doch die Untergebenen machen. Jesus kriegt das Ganze mit, steht auf und sagt, na gut. Nimmt sich einen Schurz, halbnackt, kniet sich hin und fängt an, diesen Kerlen die Füße zu waschen, einem nach den anderen. Und die Jünger, die gucken nur doof. Ihr müsst nämlich wissen, der da jetzt im Staub kniet, der ist genau der, dem sie noch vor ein paar Tagen am Palmsonntag die höchsten Lobeshymnen gesungen haben. Den haben sie ja verherrlicht und angebetet als den Christus. Und jetzt kniet dieser Christus vor ihnen am Boden und wäscht ihnen den Dreck von den Füßen. Der Petrus, der ist der Erste, der sowas wie einen lichten Moment hat, und er ruft wie ein Regisseur, Schnitt, Halt, Stopp, aus, zurück,
das Ganze nochmal von vorn. Denkt dabei, er macht jetzt etwas ganz Tolles und sagt: Meister, hinsetzen. Meine Lieben, und das jetzt, das ist Religion. Denn in der Religion gehört es sich nun mal so, dass wir der Gottheit dienen. In der Religion ist es halt nun mal so, dass wir vor der Gottheit auf die Knie gehen. In der Religion ist es halt nun mal so, dass wir uns hinlegen und der Gottheit die Füße küssen. Und ich behaupte, das Christentum ist keine Religion. Es ist sogar das Ende aller Religion. Es ist die Beziehung zum lebendigen Gott. Und darum sagt Jesus, Petrus, jetzt bist du aber stark, jetzt setz dich hin. Denn wenn ich jetzt nicht tue, was ich gerade an dir jetzt tue, dann haben wir zwei nichts miteinander zu tun. Thank you.
Der Petrus setzt sich also hin, ganz verdattert, und Jesus wäscht ihm die Füße. Damit stellt Jesus alles Bekannte in der Religion auf den Kopf. Der Schöpfer des Universums geht selbst auf seine Knie und beschäftigt sich mit meinem Dreck, beschäftigt sich mit deinem Elend, ist sich nicht zu gut, mich zu bedienen. Alle bekannten Muster in Verhältnis Gottheit-Mensch dreht Jesus in dieser Fußwaschung um. Glaub mir, ich weiß aus eigener schmerzlicher Erfahrung, was es heißt, als Christ zu glauben und zu meinen, möglichst viel für Gott tun zu müssen. Und dann entdecke ich im Evangelium diese Unglaublichkeit. Dieser Gott, der tut etwas für mich. Aber der Evangelist, der hat noch etwas Wichtiges vorangestellt, das auch erzählt werden muss. Morgen ist ja Karfreitag. Da steht nämlich drin, dass Jesus die Seinen liebte bis zum Äußersten. Und bis zum Äußersten heißt, bis zur letzten bitteren Konsequenz, bis zum Ende seines Lebens. Ja, Jesus geht mit seiner Liebe bis zum Äußersten. Du darfst wissen, Jesus ist immer für dich da. Er liebt dich bis ans Ende. Er liebt dich bis zur letzten Konsequenz. Er lässt dich nicht fallen. Er kniet sich vor dich in den Staub und wäscht dir deine Gottferne ab. Er geht für dich ans Kreuz. Er hält dich mit einer Liebe aus, die nicht zu erschüttern ist. Er hält dich mit einer Liebe, die niemals stirbt. Amen. Nach der Fußwaschung und der Feier des Abendmahls ging Jesus in den Garten Gethsemane, um dort zu beten. Und auch wir gehen jetzt in die Nacht zum Karfreitag. Den Altarschmuck tragen wir in die Sakristei. Und die Glocken schweigen bis Ostern.